Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! I don't know which team's going. Facing the Dark Elves is never fun. They're cruel, they're vicious, and they're really pretty good. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Blood Bowl 2. Lang ist es her. Wir spielen mit der Nordpole Chaos Squad gegen ein Dunkelelfenteam. Und irgendwie ist das merkwürdig. Ich habe ganz lange dieses Spiel nicht gezockt. Also so lange halt, wie ihr keinen Teil hier gesehen habt. Aber ich war lange krank und so. Und jetzt irgendwie auf einmal... Kein Intro und so. Sehr komisch. Gucken wir mal in die Einstellung. Gleich mal rein. Ja, wahrscheinlich habe ich wegen den Zwischensequenzen nicht gewesen. Nur Touchdowns eingestellt hatte. Aber gut, ist ja auch jetzt auch ganz in Ordnung. Eieiei. So. Hier ist auch okay. So. Blitz hat der Gegner. Und ich habe jetzt gar nicht aufgepasst hier, wo unsere Leute hier stehen und wen wir überhaupt auf dem Feld haben. Und direkt auch mal das Falsche angeklickt. Ich wollte eigentlich gar nicht annehmen, ich wollte kicken. Aber gut, es ist ein bisschen... naja, wir müssen erst wieder reinkommen in das Spiel. Spielen unter erschwerten Bedingungen nennt man das, glaube ich. So, haben wir denn auch wir haben genug Leute auf dem Spielfeld. Falls es irgendwie jetzt ein bisschen Summen und Surren hört, das ist hier so ein Messgerät, das ich gerade heute mit mir rumtragen muss. Das müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Das lässt sich nicht wegmachen. Das brummt jetzt hier irgendwie alle 15 Minuten also rum. Ärztliche Verordnung. Wie gesagt, lange krank gewesen. Jetzt geht's wieder. Und hoffen wir, dass es so bleibt. Okay, fangen wir mal ein bisschen rumzuprügeln hier. Für die Leute, die sich fragen, wie geht's denn hier weiter mit deinem Blood Bowl-Projekt? Ich möchte diese Saison hier noch zu Ende spielen. Und was danach kommt, werden wir dann sehen. Kommen sehr, sehr viele coole Spiele raus demnächst. Und die will ich mir auch nicht entgehen lassen. Beide blocken. Direkt mal Wiederholungswurf raushauen hier. War allerdings jetzt auch hier so nicht so eine geile Aktion von mir. Ja, schieben wir wieder zurück. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problemchen. Wen haben wir denn hier hinten zum Aufholen? Den Bero, der wird den Ball ja garantiert nicht auffangen können. Mischka. Backfisch da hinten ist ja ein bisschen blank. Schicken wir den Bero doch mal nach hier vorne. Mischka nach hier hinten auf den Ball. So. Dann blitzen wir mal den hier. Zack. Sehr schön. Und dann können wir den hier auch noch hauen. Na, und da haben wir den ersten Verletzten. Sehr schön. Nur ein verletzter Elf ist ein guter Elf. So, hier haben wir einen Negativblock. Machen wir trotzdem. Und bleiben hier stehen. So, das sieht jetzt natürlich hier nicht so cool aus, weil die werden jetzt hier durchlaufen zum Mischka. Aber
So haben die Bewegung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kommt hin. Leider, leider. Ich wäre vielleicht besser mit dem hier rüber gelaufen. Aber gut. Irgendwas. Also wie gesagt, ich spiele die Saison hier noch zu Ende mit der Nordpol Chaos Squad und demnächst kommen dann ein paar andere Sachen hier auf dem Kanal. Nächsten Monat kommen ein paar coole Spiele raus. XCOM 2 und Plants vs. Zombies 2. Also Garden Warfare. Und ja, mal sehen. Meine Hexe ist hier auch mal direkt daneben. Jetzt kommt der Blitz, okay. Oh, der ist gut. Denn der der Mischka hat Blocken. Dafür haben sie den Eloridas K.O. gehauen. Nee, davon nehmen wir keinen Apotheker. Koali wird geboxt und geschoben. Rasend. Ah, und ist K.O. Okay. Irgendwie sind die Dunkelelfen gerade ein bisschen effektiver darin, meine Spieler vom Feld zu nehmen als ich. So, wie kriegen wir das denn hin? Was haben wir denn hier überhaupt noch? Cartman haben wir. Cartman kann hier mal blitzen. Der Bero. Bero ist gut im Frauenschlagen. Folgen! Anscheinend doch nicht so. Bero, du musst dich da nicht zurückhalten. Es ist Blood Bowl. So. Da hat uns das Abwehren ausnahmsweise mal richtig geholfen. Jetzt stand der Minotaurus da ziemlich dämlich an der Seite. So. Ja, Mischka. So, jetzt da raus. Den Cartman mal hier zur Unterstützung nach unten. Und jetzt mal mit dem Mischka hier raus. So. Hier möchte ein Assassine aufs Maul, habe ich gehört. Leider nicht so richtig. So. Kurierminus eingeholt. Da hingekriegt. So, und dann haben wir noch den hier. Was machen wir mit dir? Du gehst mal hier. Alles klar. Zug beenden. Casualty-mäßig nicht so gut, aber die Vicious Hearts hier, die sind ja nur auch kein Fallobst. Mit ihren 8 Wiederholungswürfen. Ich hoffe nur, dass die Assassinen jetzt nicht so oft durch die Rüstung von meinen Kriegern durchkommen. Aber zumindest geht er jetzt hier schon mal an die Seiten weg. Das ist schon mal gut. Das ist Stechen fehlt. Eigentlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass da was durchkommt. So, hier ist das Ausweichen. Okay, ausweichen. Er hat Ball entreißen. Okay, alles klar. Wir dürfen einen Würfel aussuchen. So, es sieht aber jetzt ganz gut aus, dass wir die Hexenkriegerin hier ziemlich harken können. Denn die sind ziemlich nervig mit den Gegnern. Für mich auch eine der besten Doppelelfenspieler generell. Das sind auch die teuersten, glaube ich. So, hier hauen wir direkt mal. Oh. Ach ja, weil der geblockt ist. Ah, okay, haben wir Glück gehabt. Wir bleiben.
So, die hat es leider nicht zerrissen. So, Bero, neue Chance. Ah, hier ist der Cartman sogar. Der Cartman schafft das, komm. Folgen. Ah, ich schaff's doch nicht. Oh. Okay, hier oben aufstehen. Hier haben wir so einen Pulk von drei Dunkelelfenspielern, die hier in der Gegend rumschlungern. So, das ist ein bisschen, der Blood Scorpion ist ein bisschen gefährdet gegen die Assassinen. Aber wir haben da jetzt auch keine große Wahl. Wir müssen da rein. Einen Blitz haben wir noch. Ah, wildes Tier. Ne, wiederholen wir da nicht. Gehen hier hin mit dem Coriminus und holen uns hier den Ball. Gehen hier hin. Da steht mal ganz gut. Hier unten kommt nämlich nichts lang. So, der hat jetzt hier drei gegen sich, der Frank. Wissen, der hat Ringen oder was hat der hier? Das ist nicht so geil. Nee. Lass mal. Was hat der? Der hat auch Ringen. Und der hat Blocken. Okay, das sind alles nicht so geile Ergebnisse, deswegen blocke ich jetzt mir mal mit dem nicht. Der sieht ziemlich mies aus hier. Da geht dann noch ein Vierter hier gegen den Chaoskrieger. Dann wollen sie es aber wissen. Abrollen, jawohl. Jetzt ein Negativblock gegen ihn, aber das ist ein bisschen dämlich. Na gut, er hat es halt mit den Wiederholungswürfen. Wenn man es hat, dann hat man es. So. Wird auch geschoben. Ein Griff, also einen Versuch hat er dann noch mit dem Assassin. Der wird aber wahrscheinlich wieder erstechen. Ne? Ja. Naja, besser erstechen gegen Chaoskrieger als gegen Minotaurus. Okay. So, dann versuchen wir den nochmal wieder mit dem Cartman hier die Hexenkriegerin loszuwerden. Schaffen wir momentan nicht. Der Coriminus. Schafft es auch nicht. Und der Samur. Wir wiederholen das mal. Und der Block. Natürlich. Immerhin gelähmt. Sehr gut. So, möchte denn unser Blood-Scorpion dieses Mal? Ja, er möchte. Ist ja nicht so, als ob er gegen den Assassin nicht besonders gut wäre. Okay. Hat der ein Schwein, dass er ausweichen hat? So. Unterstützung nach vorne bringen. Ja, Tackle ist einfach eine gute Sache. So. Es kann natürlich ein Elf schaffen hier durch. Aber das ist schwierig. So, und einmal hier raus, bitte. Nach vorne mit Backfisch. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch mal einen Touchdown vorbereiten können. So. Was hat denn der hier? Der hat Guard auch noch. Und es ist ein 1er Block, das machen wir. Schieben wir weg. Und zwar hier und folgende. Zug beenden. So, jetzt hoffen wir nur, dass der Assassine den Blood Scorpion nicht mit seinem Messer messert.
Oh, Bug verschwunden. Ah, das ist Schwenge. Die Minotauren sind mit ihrer Rüstung da sehr anfällig gegen die Assassinen. Am gefährlichsten lebt auf jeden Fall der Bero auf dem Feld, auf dem Schlachtfeld. Wenn der mal gemessert wird, ist er hinnäherlich. Ja, wir müssen hier mehr umhauen, das ist nicht gut. Was hier gerade läuft, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Immerhin haben wir den Ball, das ist schon mal positiv, aber sonst... So, fangen wir noch mit dem an hier. Nee, das war nix. So, Beru. Nee. Sieht gut aus bisher. Ich finde, der Beru hat auch echt, der läuft schon seit mehreren Spielen in seinen 11 Starspielerpunkten durch die Gegend. Er kriegt nichts gebacken damit, ey. Ach nee. Wildes Tier. Ah, nee, kein Wiederholungswurf. So, wenn die aufsteht, muss sie sich erstmal hier mit Coriminus auseinandersetzen. So, einmal hier aufstehen und nach oben gehen. Jetzt summt es wieder. Ich hoffe nicht zu laut bei euch. Wohnungswurf. Schade. Aber gut, am Ende der Runde ist es nicht so wild. Wir hätten jetzt einen Block noch machen können vorher hier, aber gut. Das ist auch nicht ultra wichtig. Geht er da raus? Okay. Oh, wir haben echt Glück mit den Assassinen, das ist echt... Ich habe da Angst um unsere Spieler. Jedes Mal... Irgendwann gelingt das mal und dann war's das. Der Bero ist gelähmt. Mit seiner Rüstung von 7 macht er nämlich viel. So, hier, Blood Scorpion, entledige dich mal dem Assassinen. Ja, tot. Sehr gut. Da wird er wohl den Apotheker benutzen. Und... Ja, hat ihn gerettet. Aber Starspielerpunkte kriegen unsere Fans, wie immer. Sehr gut, die Leute. So, und jetzt hier nochmal... Tackle vom Lesra. Hat er auch schon mal besser gemacht, finde ich. So, hinten aufstehen. Einfach nur mal aufstehen. So, der Assassine muss auch noch weg hier. Aber der Frank kriegt das nicht so richtig schon verkettet. So, wir haben noch einen Blitz frei. Ich glaube, den sparen wir uns. Wir gehen lieber mit dem Samo hier nach vorne. Und hauen mit dem Cartman normal. Der hat Ringen. Wir wiederholen das mal. Ausweichnet er außerdem. Cartman hat leider noch keinen Tackle. So. Und jetzt kommt der Blitz gegen die Tussi hier. Ja, die hat Ausweichen, aber ist mir egal. Wir bleiben nämlich hier. So, wir gehen dann noch hier vorne. Ja, ein Cage bilden tun wir in der Tat. Allerdings nicht einen wirklich guten. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten nochmal blitzen, aber das war irgendwie ein Fehlschluss. Okay, das ist jetzt eine schlechte Sache hier eigentlich, weil die kommt jetzt gleich hier angelaufen.
Hat allerdings auch einen ziemlichen Minusblock hier. Weil wenn der einfach sich da hinstellt, sind die beiden schon mal negiert. Einen negativen. Aber gut, da muss man auch erstmal rein. Das ist ein Minus 2. Und es ist aber möglich, den Horiminus hier vorher noch umzuboxen. Also wir werden sehen, was der Dunkelelf da macht. Okay, das ist schon mal verschwendet, finde ich. Okay, Hexenkriegeln ganz nach rechts. Das ist total idiotisch. Ein Doppel-Go-For-It. Dann auch noch ein Negativblock, also... Ja, hat aber Glück. Hat er Glück. Er schiebt den Blood Scorpion aus dem Feld. Nicht gut, nicht gut, Leute. Die Rache für den Assassin. Obwohl ihm jetzt eigentlich ja durch den Apotheker ja nicht viel passiert ist. Unsere Spieler sind leicht dezimiert hier. Nicht so geil. So, außerdem haben wir hier den etwas lauffaulen Samur. Und wir müssen auch langsam mal auf unsere Züge achten. Deswegen... aufstehen. Wegschieben. So, der Kuriminus hat Ausweichen. Und wird das jetzt auch mal gebrauchen. Ausweichen. Schade, schade. Wir bleiben. Und bauen hier noch weiter an dem Cage rum. Der kann natürlich jetzt noch hier oben rein, aber irgendwas ist wie gesagt immer. So, der Assassine ist jetzt hoffentlich mal hin gleich. Ja, leider nicht. Der hat auch noch Rüstungswurf 7. Ich komme da nicht durch. Wie... Na. Hatte nicht auch Clown gehabt? Ne, der Frank hatte noch keine Clown. Okay, die Hexenkriegerin ist jetzt wieder auf der Seite. Noch ist es kein Problem für den Mischler hier durchzulaufen. Immer noch kein Problem. Noch ein Elf da, der ihm jetzt ein bisschen den Weg verbauen kann, aber der ist, müsste jetzt auch voll durch die Tackle-Zone laufen. Macht er nicht, gut. Also auf die schlimme KI kann man sich immer verlassen bei dem Spiel momentan. Also immer noch. Wo ich jetzt so lange nicht... Ah, Kuriminus ist K.O. Nee, nee, nee. So viel Sand und keine Förmchen. So, wir gehen auf Nummer sicher, machen den Touchdown. Yeah, Mischka! Läuft. Nee, den Bero wollen wir gegen die ganzen Assassinen eigentlich nicht im Spiel haben. Wir wollen... Der Tackle, oder? Ist das Tackle hier, ne? Koali mal rein. Oh, hier wird auch teleportiert jetzt. Das scheint irgendwie auch neu zu sein. Wir sind ja mal gelaufen. Ist gar nicht so schlecht. Manu.
Manu ist auch nicht schlecht. Manu kann ich für Backfisch nicht mehr ins Spiel bringen. Und Preak. Ja, Preak kann auch mal draußen bleiben. Ansonsten sieht das Ganze hier ziemlich gut aus. Vorne Koali. Hier ist der Cartman. Ich glaube, ich lieber den Coriminus vorne. Der hat hier Knochen, zwar Knochenbrecher, hat aber auch Blocken und Ausweichen, und ich glaube den Tackle-Typen dann um zu kontern. Wusch, wusch, ja. Also das mit dem Teleportieren, das haben sie ganz gut gemacht. So. Ja, einen zusätzlichen Wiederholungswurf, yay. Das ist nämlich die erste Halbzeit hier. Ich wunderte mich gerade, warum wir nur zwei Wiederholungswürfe haben. Oder? Ist ja noch die erste Halbzeit. Die haben ja noch einen Zug. Aber werden jetzt keinen Touchdown mehr schaffen. Roast Elfheart or baked halfling leg. Na? Macht ihr noch irgendwelchen Unsinn? Ja, wir bauen jetzt einen tollen Käfig. Ist der doofe Assassine doch noch am Leben hier? Scheiß Apotheker. Strengen sich die Fans so an, dass alles durch den Apotheker wieder zunichte gemacht wird. Fehlgeschlagenes Erstechen. Wie gesagt, irgendwann klappt das mal in diesem Spiel und dann werde ich weinen oder so. Gelähmt, ist okay. Tja. Eigentlich müsste solche dummen Aktionen müssten eigentlich total bestraft werden. Guck mal, jetzt läuft er wieder zurück. So ein Schwachsinn. Ich müsste den eigentlich Ausweichversuch mal so stolpern, dass er direkt tot ist. Oder das geht natürlich mit der auch. So. Hat ja gut, ganz gut geklappt. Kick. Ja. Hoffen wir mal, dass die Dunkelelfen nicht so bestechen. So, wir führen 1-0, müssen jetzt nur gucken, dass wir jetzt ein bisschen um uns prügeln. Und das Ganze hier ein bisschen, es sieht nicht, die Elfen nicht so schnell durchkommen. Aber wir haben in der ersten Halbzeit es verpasst, so ein bisschen, auch durch den Blitz des Gegners, genug Schaden anzubringen. Er lässt den Ballträger ziemlich offen. Okay, da kommt jetzt ein Blitz. Auf den Koala ist irgendwie abgesehen, ich weiß nicht. So. Da fallen die Wiederholungswürfel. So, das eröffnet uns jetzt die Möglichkeit, direkt den Ball zu erobern. Allerdings wird das eine gar nicht so einfache Angelegenheit, wie es aussieht. So. Der muss als erstes weg. Der wird ausweichen, aber der Samu hat Gott sei Dank Tackle. Folgt mir. So, jetzt ist der Weg zum Ballträger frei. Nee. So. Und der Cartman hatte keinen Tackle.
Der Frank hatte Tackle, also macht der Frank jetzt mal hier den Ballträger platt. Und folgt. Yes, da ist die Casualty. Sehr gut. Nee, brauchen jetzt den Ball noch nicht. Ja, sehr schön, der springt sogar zurück. Das ist eigentlich perfekt, dann können wir nämlich hier stehen bleiben. So, der Koali steht mal auf und geht nach hier neben den Assassinen. Läuft. So, der Mischka kommt von der ganz drüben mal rüber auf die andere Seite, da wo der Ball ist. So. Was sagst du, wenn du ganz normal laufen musst? Kannst du. Okay, alles klar. Hauen wir den um. Bleiben stehen. Läuft. Dann hauen wir den Assassinen um. Folgen. Oh. So, dann bringen wir noch jemanden hin zum Ball. Der ist auch frei. Ein Plastiklöffel ist auch frei und macht mal einen Foul. Und K.O. Sehr gut. Ah, Plastiklöffel wurde gesehen. Wir bestechen mal. Immerhin, wir haben ja plus 1 auf die Bestechung bekommen. So, perfekt. Dann haben wir jetzt noch den Cartman. Cartman. Läufst mal nach hier oben und bindest den da. Dass sie sich mit dir befassen müssen. Dann beenden wir jetzt. Gar kein schlechter erster Zug für uns. Dann kommt die Hexenkriegerin. Wir haben 4 Spieler auf dem Ball. Wir stechen wieder Gott sei Dank fehlgeschlagen. Wie gesagt, sie müssen sich mit dem Karten dann jetzt befassen. Einen Tackle haben sie noch gegen den Cartman. Aber sie können ihm heute nichts anhaben. Also zumindest in diesem Turn nicht. So, macht die Hexenkriegerin hier auch nochmal? Die macht nichts. Alles klar. Dann können wir sie ja mal versuchen aus den Latschen zu hauen mit Tackle. Wiederholungswurf bitte. Komm, Rüstung 7, da muss was gehen mit dem Lesrak. Der hat immerhin hier Knochenbrecher und so. Bleibt aber stehen. Jawohl, K.O. Immerhin. Eine Hexenkriegerin weniger, um die man sich Sorgen machen muss. So, Nekuani haut den Assassinen. Ah nein, wir haben unseren Bewegungswurf schon gebraucht. Naja gut, unsere Ausgangsposition ist nicht so viel schlimmer als beim letzten Mal. Okay, wir können jetzt hier aufspielen und Trouble machen. Aber wir haben immerhin eine Hexenkriegerin wegen. Na, das passiert, diese Doppel-Eins interessieren halt bei Blood Bowl. Jetzt drückt man auf den Schreck einfach tanken. Oh, siehst du, jetzt hat das Stechen geklappt. Manu ist gelähmt. Ich habe ja eben angekündigt, ich würde weinen, aber Glück im Unglück, würde ich sagen, mit dem gelähmt. Das gefällt mir jetzt ja auch alles gar nicht hier. 4 Spieler hier in den Ball rum von den Dunkelelfen. Immerhin 2 Chaoskrieger daneben. Zwei Gelähmte da. Hm. Ginge besser, ginge besser. So. Wollen wir mal den ersten weghauen.
in eine Maschine. So, dann stehen wir hier auf. Ach, der hat immer Guard hier, das ist natürlich schandemäßig. Na gut. Dahin und wir bleiben. Lähmt. Läuft. So. Wo wollen wir denn jetzt hier hin? Wird der ausweichen? Ja, dann natürlich ausweichen. Der Lesrak versucht sich jetzt nochmal um den zu kümmern hier. Locken hat er auch. Wiederholungswurf. Ja, wir schieben ihn noch uns her hier. Abwehren drauf. Tjo. Dann gehen wir noch hier hin. So, und damit er sich mit was befassen muss, hoffen wir mal, dass er hier hinläuft. Jawohl, das hat er nämlich alle in Tentakelreichweite hier. Das ist schon mal gut. So, dann hol dir mal den Ball hier, Mischka. Läuft. Dann einmal hier nach da. Und hier ist nach da. Und hier ist nach da. Und schon nochmal so einen ganz kleinen Käfig. Und hoffen mal, dass der hält. Und immerhin, wir haben den Ball. Und nächste Runde sind unsere Spieler hier wieder da. Der Wiederholungswurf von mir. Schieben Sie den Karten mit Gegend. Es wird schwer hier durchzukommen. Alle mit Blocken ausweichen. Okay, versuchen wir es. Der hatte unterstützen. Das ist ein bisschen risky, hier mit dem Blood Scorpion anzufangen. Ja, der bringt jetzt hier auch nicht viel. Hatte der unterstützen? Der hat keinen unterstützen. Dann würde ich sagen, macht der Lore das hier da mal klar. Der Hexenkriegerin. Folgen. Das ist super. Da haben wir einmal noch hier. Mischka da. Das ist risky, aber... So kriege ich hier einen doppelten Block. Und wir folgen. Aufstehen. So, wer von den beiden nervt am meisten? Ich glaube, der mit dem Guard nervt am meisten. Wir machen hier noch den Käfig zu. Bringen Plastiklöffel. Nach hier. Ist klar. Kuriminus blockt den gleich ein bisschen weg. So, jetzt den Blood Scorpion.
der hat heute keinen Bock. Gut, nichts Schlimmeres. Oh, das war Glück, den habe ich gar nicht gesehen hier. Den hätte ich besser gehauen. Aber schön. Gut, zu Ben, wir haben ein bisschen Meta gut gemacht. Haben den Ball im Käfig. Ein bisschen Glück gehabt mit dem Teil. Stechen ist fehlgeschlagen. Na gut, dass ich Plastiklöffel dahin gezogen habe. Irgendwie sonst wäre das hier vielleicht gegen den anderen ganz im Käfig halt gegangen, der Block. So, schieben halt. Dann macht es jetzt hier die Seite frei. Die beiden sind wichtig und die kriegen wir, glaube ich, ganz gut weg. Ah, scheiße, der hat unterstützt. Dreck. Okay, schieben. Komm, hau die Tussi aus dem Watschen nehmen. Immerhin gelähmt. Zip. Aufstehen. So. Einser. Zweier. Nein, Zweier. Na komm. Warum kann der Samur den nicht hauen? Du haust den. Oder ist der auch aufgestanden? Ach. Ich weiß es doch nicht. So, der kümmert sich hier mal um den. Bring den Ball was nach vorne. Oh, wait! Something's happening. That's a dangerous place to be. Manu. Schieben. Folgen. Jetzt auf einmal Gava hauen. Tackle. Folgen. Na, wir kriegen es nicht hin, irgendwie einer richtig aus dem Latschen zu hauen. Und wieder hilft uns das Abwehren. Weil wir jetzt nämlich hier mit dem Poleminus nochmal den hauen können. Der hat nämlich noch kein Ausweich. So, allerdings sieht dieser Ziel für den guten Lestrak ziemlich mies aus. Aber wir haben auch dieses Mal wieder Meta gut gemacht hier. Haben noch 3 Züge Zeit für den Touchdown. Nee. Jetzt versucht den Käfig aufzubrechen und schafft das anscheinend auch. Jetzt hier 3 Elfen gegen 3 Chaos. Bitte. Okay, irgendwie viele Wiederholungswürfel. Weiter gemacht. Weicht hier ein Tacklezone aus. Okay. Der Assassine.
nervt ziemlich, würde ich sagen. Der hat Blocken. Ich hab Tackle. Ja, diesmal ist er wirklich tot. Und diesmal waren es nicht die Fans, sondern der gute Frank. Detlöft. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen einen Blitz mit dem Ballträger. Bleiben. So. Okay, wir bleiben da stehen. Oder nee, wir müssen laufen, Leute. Wir müssen laufen. Hier hin. Besser noch hier hin. Aufstehen von Cartman. So. Keine Meter gut gemacht, im Gegenteil, diesmal haben wir was verloren. Den einzelnen Block wieder nicht gesehen, ich Idiot. War gut, wir haben es geschafft trotzdem. Bleiben trotzdem still. So, jetzt hoffen wir, dass der Bloodscorpion mitmacht und sich hier mal neben unseren Ball... Ja, er macht mit. Weil das ist jetzt schon eine Bedrohung hier. So, ich denke, der Ball ist relativ gut abgeschirmt. Aber wir haben nur noch zwei Züge. Na gut, wir führen auch mit dem Ball. Na, jetzt kommen schon die Verzweiflungs-Einser-Blocks. Oh, Cartman ist K.O. Ungut. Aber kein Apothekerwert. So, hier die Mitte ist halbwegs frei. Da könnte man relativ... Noch kann man da relativ gut durchlaufen. Okay. Was hat der? Der hat Guard. Erstmal hast du die Hexenkriegerin weg. Zap, ab nach vorne. Aber wieder nur gelähmt. Mit ihrer 7er Rüstung hält einiges aus hier. Komm Frank. Nächste Casualty. Hm, leider nicht. So. Hat der auch? Ne, der hat nichts. Okay, dann blocken wir den mal. Dann kann der nämlich abgehauen werden. Boah, Wiederholungswurf. Viel besser. Dann schieben wir den nach da. So, dann kann der nämlich nach da. Und Plastiklöffel hat die Möglichkeit, den hier zu hauen. Folgen. So, Bloodscorpion, mach mal den Weg frei. Läuft. K.O. Sehr schön.
So. Dann machen wir jetzt hier zu. Wir laufen mit dem Ball nach vorne. Der könnte hier ganz außen rumlaufen. Deswegen versuchen wir ihn hier ein bisschen den Weg zuzubauen. Hoffentlich funktioniert das. Sieht aber ganz gut aus. So, der könnte hier rumlaufen. Der hat ein bisschen Probleme, wenn er hier rauslaufen will. Sieht gut aus. Bin gespannt, was er macht. Ja. Ich sagte, er hat Probleme, wenn er da raus will. Ja. Ja, er tut einen 3-Plus-Wurf doppelt, ne? Also kann man versuchen. Ja, danach hat er nochmal einen 2-Plus-Wurf. Ja. Ist schwierig, ist schwierig. So. Wir gewinnen so oder so. Das heißt, ich würde versuchen, den Touchdown jetzt jemandem zu geben, der ihn besser gebrauchen kann, als der Mischka. Der Lesra kommt nicht in die Endzone. Kuali könnte ihn bekommen. Ja, Plastiklöffel. Weil Plastiklöffel auch einen Go-For-It braucht. Blattskorpion wird es nicht schaffen. Machen wir erstmal einen Block hier. So, versuchen wir noch hier ein paar Casualties zu machen. Oh, zum Beispiel den. So. Hat hier einer Guard? Nein, hat keiner Guard. Okay, dann können wir hier hauen. Wie wir lustig sind. Schieb mal zurück. Wir wollen alle Casualties sehen. Nein. So, da wir noch so viele Wiederholungswürfe haben, mache ich das jetzt einfach mal hier mit dem Plastiklöffel. Läuft mal in die Endzone. Die gute. Okay, das hat schon mal funktioniert. Dann haben wir noch einen Blitz über. Ja, ist okay. So, und dann... dahin. Und der Pass. Und es läuft. Ein Starspielerpunkt für den Mischka und Plastiklöffel macht den Touchdown zum 2:0 Endstand. Puh. Am Ende doch ein souveräneres Spiel als ich dachte. So, Matchende. I mean, I can only count to 3 anyway. That was a lot, right? Ja, wir haben keinen Gewinn gemacht, aber ist okay. Wenigstens kein Verlust. So, Starspielerpunkte. Freak ist der Spieler des Spiels gewesen, obwohl er nicht einmal auf dem Feld stand, glaube ich. Frank mit 2 Casualties. Mischka mit einem Touchdown, einem Wurf. Samu mit einem Casualty, Koali mit einem Casualty. Ist okay. Läuft. Ja, ich würde sagen, da können sich sehen lassen. Und beim nächsten Mal geht es gegen Ex-Menschen mit den Zotek Leeches. Und dann könnt ihr wieder einschalten. Bis dahin, erfahren euer Koali. Tschüss. Meow, 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 meow
Meow, 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 meow